Riesenrummel heute um die Formel-1-Stars Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo. Mehr als 2000 Fans sind heute zur Autogrammstunde der Rennfahrer gekommen in ein Einkaufszentrum im dritten Bezirk. Dort haben sie vor dem Grand Prix-Wochenende am Spielbergring in der Steiermark einen Zwischenstopp eingelegt. Und viele Fans haben schon stundenlang auf sie gewartet. Eigentlich wollen sie ja die beiden sehen, nicht? Wir spannen sie also nicht lange auf die Folter. Doch so schnell geht's im wirklichen Leben nicht, zumindest nicht bei Autogrammstunden. Darum noch einmal zurück zum Anfang. Wann seid ihr heute aufgestanden, um die Ersten zu sein? Nee, um 5 aufgestanden, dann schnell hergerichtet und um 6:30 losgefahren, um 7 da gewesen. Ja, damit man halt auch ein Autogramm kriegt, weil Vettel ist nicht jeden Tag in Wien und Ricciardo auch nicht. Ich bin schon jahrelang ein Fan von ihm. Ich bin auch von der Steiermark und wir müssen rennen jetzt wieder in der Steiermark. Sein Ausstrahlen, sein ganzer Charakter, er ist nicht so übermütig wie andere Rennsportler. Mit viel Verspätung und gewinnendem Lächeln kommen sie schließlich ans Ziel. Mit Staus sind diese Autofahrer nur selten konfrontiert. Als ich beim letzten Rennen ins Ziel gefahren bin, das war ein wirklich unbeschreibliches Gefühl, das ich nie vergessen werde. Wir haben dann noch ordentlich gefeiert, Sonntagnacht. Vettel hat sich indessen perfekt auf das Rennen in Österreich vorbereiten können. Gar nicht mal lang her hatte ich die Gelegenheit, im Gerhard Berger sein altes Auto zu fahren von 1988. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also ja, die Strecke in dem Sinne kenne ich natürlich ein bisschen. Jeder Wunsch wird erfüllt, zumindest autogrammtechnisch. Die Fans bleiben gewogen. Ich bin die Omi, die Autogramm-Omi für meinen Enkel. Und hat ihm gesagt, Omi, bitte geh. Seit 9 Uhr bin ich da. Und das ist mir Vettel Ricciardo derart wert. Ich bin so glücklich. Leider habe ich nur von Vettel 4 Karten gekriegt. Ich hätte von Ricciardo auch 4 für meine 3 Töchter und für mich eins. Leider nicht. Was machen Sie mit dem Autogramm? Wo hängen Sie es hin? Schlafzimmer. Über mein Bett wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe von Abu Dhabi letztes Jahr Autogrammkarten mitbekommen. Dann mein Ticket für Samstag habe ich gleich unterschreiben lassen. Und das musste einfach sein. Und Sie? Ja, bin absolut zufrieden. Es hat sich sehr rentiert, hierher zu kommen. Wie lange werden Sie davon zehren, von dieser Erfahrung? Naja, ich denke mein Leben lang. Die glückstechnische Basis für die Zukunft scheint also gelegt. Für Sie und hoffentlich auch für Sie. Und ins Rennauto setzen sich die beiden dann wieder am Wochenende beim großen Rennen am Spielbergring in der Steiermark.